solch eine hochwertige Armatur herzustellen, sind rund 27 Einzelteile, 30 Arbeitsschritte und 100 Handgriffe nötig. In der Hansgrohe-Gießerei entsteht aus einem Messingbarren der Rohkörper einer Armatur. Ganz schöner Aufwand für ein Sanitärunternehmen selbst zu gießen, aber Hansgrohe macht es, weil wertvolles Wissen im Messinggießen steckt und Form und Funktion aus einem Guss sein sollen. Den Qualitätsunterschied können Sie sehen, fühlen und hören. Sie hören kaum was? Gut, eine perfekte Wasserführung ist nämlich ganz leise. Das nennt man Geräuschklasse 1. Bevor das Messing zum Schmelzen gebracht wird, benötigt es eine äußere Form. Und der Hohlraum in der Armatur, der später das Wasser führen soll, muss jetzt beim Gießen ausgefüllt werden. Hierfür nimmt man einen Sandkern, der aus Quarzsand und einem Zweikomponentenkleber besteht. Wie beim Kuchenbacken werden die Zutaten bei ca. 280 Grad im Ofen gebacken. Das Verfahren heißt Kernschießen. Messing schmilzt bei knapp 1000 Grad. Im Niederdruckverfahren wird das flüssige Metall mit 0,3 Bar von unten in die Form gedrückt. So kann die heiße Luft nach oben entweichen. Auch der Klebstoff im Sandkern löst sich bei hohen Temperaturen auf. Während das Messing erkaltet, rieselt der Sand einfach heraus. In dieser gigantischen Waschmaschine werden die Sandreste herausgeschüttelt. Wenn der Quarzsand seinen Zweck erfüllt hat, wird er recycelt und im Straßenbau erneut eingesetzt. Auch die Angüsse und Grate hier sind Überbleibsel, die man absägen und wieder einschmelzen kann. Ein Mitarbeiter macht noch Stichproben, um die Qualität zu prüfen. Dann kommt der Rohling in die nächste Fertigungsetappe, wo er gründlich bearbeitet wird, in die Oberflächenbearbeitung.